Ja, hallo, mein Name ist Nico Martin vom BUND und ich mache jetzt auch erstmal nur eine Inselbetrachtung, aber es ist klar, dass man Energie auch vernetzt denken muss. Aber wir müssen natürlich auch schauen, was wir in der Stadt selber leisten können aus eigener Kraft, wo wir stehen und so weiter. Ich engagiere mich beim BUND vor allem für das Zentrum für Stadtnatur, bin aber auch aktiv beteiligt beim Aufbau der sogenannten Bürgersolarberatung. Und engagiere mich auch noch ein bisschen nach Kräften bei der Initiative Heiner Energie, die vor allem so Sammelbestellungen zu Stecker-Solar-Modulgeräten organisiert. Ja, im Rahmen des Klimaschutzplans 2035 der Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde ich hier gebeten, ein paar Worte zu im Bereich eben erneuerbare Energien, Photovoltaikausbau in Darmstadt vor allem und den fünf Maßnahmenbereichen zu sagen. Und es ist klar, dass wir zur Treibhausgasneutralität raus müssen von den fossilen Energieträgern, Kohle, Erdöl, Erdgas müssen wir weg hin zu erneuerbaren Energien. Dafür brauchen wir die Energiewende, wir brauchen die Nutzung erneuerbarer Energieträger und auch nochmal insbesondere, weil eben immer mehr Sektoren wie eben Verkehr, also Mobilität, wie zuvor vielleicht leicht angeklungen, und Wärme, werden auch Strom benötigen in Zukunft, um da selber weg von zu kommen. Und bevor ich jetzt hier kurz auf diese fünf Maßnahmen im Handlungsfeld Energie eingehe, vielleicht erstmal einen Blick auf die Situation in Darmstadt. Nächste Folie bitte, danke. Das ist der Energiewendemonitor von Entega. Der arbeitet mit kalkulierten Werten, soweit ich informiert bin. Das ist ein Blick von heute Vormittag. Also wir kriegen eine Eigenversorgung mit Strom in Höhe von 7% hin. Ne? Das ist so auch ein relativ typischer Tag im Jahresmittel gesehen heute gewesen. Also das ist auch, wir kriegen 7 bis 8% im Jahresmittel mit Eigenversorgung momentan hin. Und das ist vor allem Biomasse und dann Photovoltaik, privat, kommunal und industriell. Und wenn man jetzt da vielleicht nächste Folie, genau. Windkraft spielt hier keine Rolle. Das wird auch klar. Das ist hier jetzt ein Blick auf die Stadt, warum das so ist. Das ist ein Bildschirmfoto vom Solarkataster Hessen, was so die Dacheignung darstellt. Das ist jetzt nicht ganz rangezoomt so, aber vielleicht exemplarisch trotzdem so. Also wir sind als kreisfreie Stadt begrenzt. Das ist jetzt der Inselblick mit den Möglichkeiten, erneuerbare Energien anzulegen. Uns bleibt im Prinzip nur die Photovoltaik noch. Biomasse wird aus verschiedenen Gründen, ist das problematisch, das weiter auszubauen oder so. Und beim Blick auf die Dächer ist es halt so, dass die meisten Dächer eben leer sind. Und so wird halt auch im Klimaschutzplan da auch das Potenzial ausgemacht, dass und auch angestrebt, dass mindestens 30% des Gesamtpotenzials gehoben werden muss an PV. Aber, und das obere und aber auch noch realistische Ziel und sowieso notwendige Ziel ist halt eben 75% dieses Darmstädter Potenzials zu heben. Und zur Einordnung, das ist das 37-fache, also über 30-fache der installierten Leistung, die wir im Jahr 2018 hatten. Das ist eine ganz schöne Messlatte. Und wie soll das erreicht werden? Dazu die nächste Folie. Und hierzu sollen eben diese fünf Maßnahmen beitragen. Das sind die PV-Förderung von Hauseigentümerinnen und Mieterinnen. Das ist ein PV-Förderprogramm auch für Gewerbe, beides ja auch schon mal kurz angesprochen bei Einleiten von Barbara Akdeniz. Dann soll es ein Pilotprojekt zur Umsetzung von Agri-PV geben, die Installation von PV-Anlagen auf Parkflächen, also sowieso schon versiegelten Flächen. Und es soll eben auch eine Offensive geben für Beratungsangebote und Kampagnen.
2.1 und 2.2 sind umgesetzt oder in Umsetzung, beziehungsweise also es ist jetzt schon möglich, Förderung zu beantragen für Privatleute, für Gewerbe, für Vereine, wir haben es gehört. Und zu 2.5 gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, was wir da gemacht haben mit der Bürgersolarberatung. Nächste Folie bitte. Aber die große Frage ist ja eigentlich immer, reichen die Maßnahmen aus? Ne? Und es ist viel zu tun. Aber also ich sag mal umgekehrt, ohne die Frage jetzt zu beantworten, also welche Einflussbereiche haben wir denn überhaupt kommunal? Wir haben gerade im Bereich PV Rahmengesetzgebung auf ich muss mich beeilen, genau. Danke für den Hinweis. Rahmengesetzgebung auf Bundesebene, auch was Mieterstromregelungen und so weiter alles angeht. Damit müssen wir umgehen. Aber kommunal haben wir halt die Möglichkeiten, dieses eigene Förderprogramm kurz angesprochen. Wir haben die Steckersolargeräte auch in der Förderung. Und für privat eben halt dann auch die Frage, gerade bei bei Wohnungsbaugesellschaften und so, wie sie das fördern können. Insbesondere hier in Darmstadt, der große Player ist ja der Bauverein, dass da nochmal noch mehr Hürden abgebaut werden für Mieterinnen und Mieter. Und am Ende brauchen wir aber, weil wir ja am Ende alle die Stadt sind, wir brauchen das Engagement aller, um diese Ziele zu erreichen. Die Leute müssen ihre Dachflächen zur Verfügung stellen und so weiter. Vielleicht noch ganz kurz dann die nächste Folie. Dazu ist halt ein Baustein gewesen, hier die Bürgersolarberatung aufzubauen. Da haben sich viele Freiwillige gefunden. Das ist eine Kooperation von BUND, Heiner Energie und der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die geschult wurden. Und das läuft gerade noch durch Metropolsolar. Wir haben 10 bis 20 gesucht und haben, ich sag mal, circa 50 sind jetzt noch dabei und können jetzt bald auch öffentlich so ein Beratungsangebot anbieten und Leute begleiten, dabei ihre eigene Solaranlage aufs Dach zu bekommen. Vielen Dank und sorry wegen dem Zeitverzug. Genau. Vielen Dank, Herr Martin vom BUND. Und ich springe auch gleich rüber, jetzt zurück zum Amt für Klimaschutz, zum Herrn Kahr. Herr Kahr, vielleicht können Sie uns auch noch mal Ihre Perspektive mal aufzeigen aus Klimaschutzamtssicht sozusagen. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Kahr, ich bin ja, Mitarbeiter am Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung und ich darf Ihnen Maßnahmen zur Energie- und Wärmewende vorstellen, möchte mich hier konzentrieren auf die Wärmewende. Julia, ja, super. Zur ersten Folie, also ich möchte mich hier konzentrieren auf die Wärmewende und kurz noch mal auf den Hintergrund eingehen zur Wärmewende. Etwa die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland geht auf die Wärmeerzeugung zurück. Das heißt, auf die Wärmebereitstellung für die Beheizung, für die Trinkwarmwasserbereitung und für Prozesswärme, also Wärme, die in der Industrie gebraucht wird. Und ein Großteil eben dieser Wärmemenge, dieser Energie wird immer noch fossil bereitgestellt. Und das ist jetzt eine große Aufgabe, diesen Energiebedarf zu transformieren. Und Ziel eben dieser Wärmewende ist, dass man die Wärmeerzeugung und die mit der Wärmeerzeugung, den mit der Wärmeerzeugung verbundenen fossilen Brennstoffbedarf, dass man den deutlich reduziert in den nächsten Jahren und dann zukünftig auf ein Niveau nahe Null absenkt. Welche Maßnahmen stehen uns hier zur Verfügung? Das klang auch schon an. Wenn wir uns jetzt um diesen rosa Kreis bewegen, da sind Maßnahmen angedeutet. Wir gucken jetzt erstmal nach der Wärmeerzeugung, sehr naheliegend. Das geht ja um die Bereitstellung von Wärme. Also wir können da was machen. Wir können weggehen von fossilen, von der fossilen Bereitstellung, von den fossilen Energieträgern und wechseln zur regenerativen Wärmeversorgung. Wir könnten zum Beispiel, hier oben ist es angedeutet, wenn wir an Fernwärme und Nahwärme denken, verstärkt Potenziale von Abwärme nutzen aus der Industrie. Wir können, wenn wir an Wärmepumpen denken, Potenziale nutzen vermehrt von Umweltwärme, von Geothermie. Und wir könnten auch bei Nah- und Fernwärme zum Beispiel solarthermische Anlagen vermehrt nutzen sozusagen und so auch eben den Anteil fossiler Energieträger deutlich verringern. Wenn wir jetzt in den inneren Kreis gehen,
allein diese Umstellung, die Potenziale, die wir haben bei der Umstellung auf regenerative Energien, das wird nicht reichen. Wir müssen gleichzeitig nochmal deutlich beim Wärmebedarf einsparen. Wir müssen deutlich nochmal den Wärmebedarf verringern, um eben überhaupt mit den Potenzialen, die zur Verfügung stehen, in den Bereich zu kommen, dass wir umfassend Wärme regenerativ bereitstellen. Also was würde das heißen für Darmstadt, hier Wärme zu sparen? Das geht hier vor allem um die Gebäude, um den Gebäudebestand. Und das heißt, wir müssen hier mit der energetischen Sanierung weiterkommen. Wir müssen einmal die Potenziale, die bestehen, möglichst weitgehend nutzen, also die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen und gleichzeitig auch im Vergleich zu den letzten Jahren schneller vorangehen, also die Sanierungsraten hier nochmal deutlich steigern im Vergleich zu den letzten Jahren, um eben wirklich die gesetzten Ziele zu schaffen. Eine weitere Chance, die sich hier bietet mit der energetischen Sanierung, ist auch die, dass der Wärmebedarf sich von dem Gebäude dann verändert und sich hier die Chance bietet, bei dem Heizungssystem auf Systeme zu gehen mit geringerem Temperaturniveau. Und das ist dann erst eigentlich, damit haben wir erst sozusagen diese Möglichkeit, umfassend zum Beispiel Wärmepumpen einzusetzen. Also von daher, die energetische Sanierung spielt hier durchaus eine wichtige Rolle und ist auch ein ganz zentraler Punkt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen in dem Bereich Energie- und Wärmewende. Julia, wenn jetzt noch mal weitergehst, bitte. Und ich möchte hier speziell auf zwei Maßnahmen nochmal eingehen, die hervorheben, die, ich denke, da eine wichtige Rolle spielen. Das ist einmal die kommunale Wärmeplanung. Hier geht es darum, quartiersweise zu schauen, zu prüfen, welche Potenziale bestehen denn bei Fernwärme, Nahwärme und in welchen Bereichen sollte man gegebenenfalls gebäudeweise Einzelversorgungslösungen suchen. Wie würde das ablaufen? Das würde starten mit einer Bestandsanalyse. Also wir gucken uns zunächst mal quartiersweise in den Stadtvierteln an, wie ist der Wärmebedarf, welche Versorgungsstruktur haben wir, und in einem zweiten Schritt würden wir eine Potenzialanalyse machen, welche erneuerbaren Energien sind denn verfügbar, vielleicht ist Abwärme verfügbar und in welchem Maße können wir denn den Wärmebedarf in diesem Viertel, in dem Quartier noch senken und wie passt das Ganze zusammen. Die kommunale Wärmeplanung ist, ich denke, ein zentraler Baustein für die Wärmewende in Darmstadt. Der Förderantrag ist gestellt und Start von diesem Prozess wäre in 2023. Als weiteres möchte ich noch auf die Maßnahme aufmerksam machen, Förderprogramm energetische Sanierung. Ich hoffe, es wurde deutlich, also die energetische Sanierung ist da ein ganz zentraler Baustein auch sozusagen, dass sind eben alle aufgerufen und die Stadt bietet hier ein kostenfreies Beratungsangebot an zur energetischen Sanierung. Das ist eine Initialberatung, wenn das gewünscht ist, kommt ein Energieberater vor Ort, schaut sich das Objekt an und im Nachgang werden Empfehlungen erarbeitet zu Modernisierungs-, zu Sanierungsmaßnahmen. Also ich kann es nur empfehlen und ich denke auch, wenn man die neuesten Berechnungen zur Abschlagszahlung gesehen hat, wahrscheinlich sind die meisten erschrocken. Also ich denke, es lohnt sozusagen, gerade wenn man ein Bestandsgebäude hat, Eigentümer ist von einer Bestandsimmobilie, es lohnt wirklich da zu schauen und ich kann es nur empfehlen und ich denke, die Stadt Darmstadt hat hier mit dieser Initialberatung zumindest einen Baustein, der eben da ganz gut passt. Ja. Von meiner Seite wäre es das dann. Danke. Vielen Dank auch an Sie, Herr K. Da haben wir jetzt eine ganze Menge an Informationen gehört. Und wenn Sie sich jetzt fragen, naja, warum wurden denn jetzt genau diese Maßnahmen vorgestellt und nicht andere? Da auch nochmal der Hinweis, das ist auch in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzbeirat geschehen. Also der Klimaschutzbeirat hat sich auch Gedanken gemacht, welche Maßnahmen aus dieser Fülle an Dingen, die es im Klimaschutzplan gibt, sind denn für die Öffentlichkeit besonders interessant, sind denn für Sie möglicherweise auch relevant. Und daraus haben wir eben bestimmte Maßnahmen ausgewählt, weil es einfach auch nicht möglich ist, jetzt den kompletten Klimaschutzplan in seiner Fülle vorzustellen. So viel nun mal dazu. Dann würde ich rüberschauen zu Christiane Hauser. Gibt es denn Fragen jetzt zum
Feld Energie und Wärme. Genau, ich habe eine Frage, die gleich ganz am Anfang gestellt wurde, die ich aufgehoben habe, weil ich ja wusste, dass es das Thema noch hier adressiert wird. Das ist eine relativ konkrete Frage, nämlich was kann man denn machen als Mieter, als Mieterin, wenn die Vermieterin skeptisch ist gegenüber zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt diese Maßnahme PV-Förderung für Hauseigentümerinnen. Welchen Druck kann denn die Stadt machen, beziehungsweise welche Anreize auch? Haben Sie da Tipps? Ich würde es übernehmen. Grundsätzlich ist, denke ich, ganz entscheidend, dass wir genau an so einer Situation an der Stelle stehen. Es ist in der Hand der Eigentümerin. Sie haben als Mieter natürlich oder Mieterin natürlich die Möglichkeit, die Eigentümerin anzusprechen, sie zu informieren. Und wir als Stadt stehen da zur Verfügung, auch als Ansprechpartner und auch mit Beratungsangeboten. Nico Martin hat das Beratungsangebot gezeigt, BürgerInnen-Solarberatung mit Initiativen. Das ist ein ganz tolles ehrenamtliches Engagement auch der Heiner Energie, die hier wirklich auch Vorurteile abbauen möchten und die Leute auch davon überzeugen möchten, dass das sinnvoll ist. Darüber hinaus gibt es ja das Solardachkataster Hessen, das man auch zeigen kann und sagen kann, schaut euch es doch mal an. Es ist auch wirtschaftlich interessant für die Eigentümerschaft. Also hier gilt es darum, natürlich zu überzeugen und durch Beratung und Förderangebote das Ganze auch noch zu beschleunigen. Rein rechnerisch rechnet sich eine Solaranlage immer. Aber wir müssen als Stadt da deutlich schneller werden. Deswegen gibt es eben hier noch auch Förderprogramme da zusätzlich, um den Anreiz einfach hochzuhalten, damit hier schnell entsprechend der Ausbau stattfindet.